So, hallo Freunde, heute neues Video von mir. Heute wird es wieder ein kleines Laber-Video, aber ich denke mit einem sehr interessanten Titel oder Thema, das viele Leute mich ständig fragen. Und zwar geht es heute darum, wie verbringe ich meinen Silvestertag oder wie ist mein Silvesterablauf? Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ihr könnt auch gerne euren Silvestertagesablauf gerne in die Kommentare mit reinschreiben, denn ich finde es auch sehr interessant, wie andere Leute so ihren Silvesternachmittagabend so verbringen. Auf jeden Fall erkläre ich euch heute, wie ich meinen ganzen Tag verbringe. Und ja, ist meistens mit sehr viel Stress verbunden. Also, das Erste, was ich eigentlich so mache, ist, ich versuche früh aufzustehen, was mir nicht immer gelingt, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr lange schläft. Aber an Silvester kriege ich es doch irgendwie immer hin. Und das Geile an Silvester, an dem Tag, wo es eigentlich losgeht, ist einfach dieses Feeling, wenn man in der Früh aufsteht. Da kann bestimmt jeder die ganze Sache hier bestätigen. Ich stehe meistens irgendwann um 8, 9 Uhr auf und gehe erstmal in den Keller und mache meine ganzen Batterien schon mal bereit für am Abend. Also ich nehme die ganzen Batterien aus den Packungen raus und mache die Lunten schon mal alle bereit und richte mir schon mal was her für nachmittags. Meistens ist es dann so, dass ich nachmittags eigentlich nur böllern gehe, weil ich finde, böllern macht am Tag irgendwie mehr Spaß als am Abend. Natürlich tue ich auch nachts, also wenn es dunkel ist, dann böllern, aber hauptsächlich am Tag meistens ist es bei mir so, dass ich dann zwischen mittags und 16 Uhr so nur am Böllern bin. Ja, und sonst, ich mag es auch ganz gerne mal einfach nur spazieren zu gehen, einfach mal so durch die Gegend gehen, meistens wenn es dann geschneit hat, was ja dieses Jahr eher nicht so der Fall ist, aber letztes Jahr war es sehr extrem, dass ich dann einfach mal so am Nachmittag mal eine halbe Stunde oder so durch die Stadt spazieren gehe und die Atmosphäre einfach genieße. Weil, wie gesagt, für mich ist Silvester ein ganz, ganz besonderer Tag und für euch natürlich auch. Aber ja, es ist einfach ein geiles Feeling und genieße einfach den Schnee und die Atmosphäre und freue mich einfach auf das, was dann noch kommt. Ja, ich bin eigentlich den ganzen Tag nur am Hin- und Herlaufen. Ich, wie gesagt, bin draußen am Böllern am Tag, dann gehe ich ein bisschen spazieren, gehe aber immer wieder runter in den Keller und begutachte meine ganzen Artikel, die ich mir gekauft habe. Das ist, denke ich, normal, denn es ist einfach nur einmal im Jahr und da will man seine Schätze auch einfach mal so in die Hand nehmen und die angucken, bevor man sie dann quasi in die Luft schießt. Ansonsten, mein Gott, versuche ich auch ein bisschen was mit meinen Freunden und mit meiner Familie zu unternehmen. Meine Familie weiß aber, wie ich drauf bin an Silvester, dass ich eigentlich da sehr wenig Zeit habe, weil ich es einfach genießen will, einfach mal an einem Tag richtig die Sau rauszulassen und bevor es dann dunkel wird oder wenn es dann dunkel ist, werde ich dann nochmal was essen mit meinen Eltern, gucke dann so Sachen wie Dinner for One und Bleigießen ist auch ab und zu mal dabei, aber nicht immer. Ja, und dann packe ich mir schon mal die ganzen Raketen und Leuchtsortimente und gehe raus. Ihr wisst ja, ich bin hier in der Nähe immer an so einem Kiesweg, das kennt ihr vielleicht von meinen älteren Videos an Silvester, und zünde dort meine ganzen Raketen und Vulkane. Und das mache ich dann eigentlich die ganze Zeit, bis mir der Akku leer geht. Und ja, kurz dann so vor 11:30 meistens lade ich dann die ganzen Batterien in mein Auto und fahre dann an die Straße, weil es meistens sehr, sehr viel ist. Und dann gibt es eigentlich schon das 0-Uhr-Feuerwerk. Ja, wie gesagt, mein Tagesablauf ist eigentlich ziemlich viel mit Stress verbunden an Silvester, weil ich möchte natürlich auch ein bisschen was filmen, werde aber natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen Genuss knallen, sage ich. Also einfach mal ohne Kamera, weil man will ja auch ein bisschen was vom Tag haben. Und ja, abends dann eben das Highlight, das Finale mit den Batterien, und da sind die Nachbarn dann immer ganz gespannt drauf, also muss ich schon sagen, weil ich dann eigentlich der Einzige bin, der dann noch Batterien zum Zünden hat, so nach 10:30, 1:00, und die Leute sind dann immer gespannt und gucken dann echt alle immer noch zu. Das ist ein sehr cooles Feeling, da ich mir halt eben auch online was bestelle, die man im Discounter, die Sachen, die man da halt nicht bekommt. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal euren Tagesablauf gerne hier in die Kommentare reinposten. Ich lese mir das auch gerne durch. Ich bin jetzt gerade richtig in Silvesterfieber, es geht gar nicht mehr. Ich habe heute so schlecht geschlafen, weil ich nur noch an Feuerwerk denke und an Silvester. Und ja, jetzt geht es ja eh bald los. Jetzt am 29. mit Einkaufstour, Unboxing. Oh, es wird richtig der Hammer. Also Einkaufstour wird am 29. sicher kommen.
Ich habe vor, 3 Unboxings zu machen, und zwar einmal von Röder Feuerwerk, eins von der Feuerwerksvitrine und eins von Pyroland. Da dürft ihr euch schon mal freuen, und natürlich versorge ich euch bis Silvester, bis Neujahr natürlich noch mit Feuerwerksvideos. Ich werde das ein oder andere schon mal testen für euch, und da wird euch auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, dann lasst mir ein Like da. Ihr kennt die ganze Geschichte. Und ja, bald geht's los. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Vorfreudezeit. Genießt jede Sekunde, die wir haben oder die ihr habt. Denn nach Januar geht dann wieder Silvesterdepression los, zumindest bei mir. Okay, danke fürs Zuschauen und noch eine schöne Zeit.